Lieben, heute gibt es mal wieder ein Video von Diamond Painting. Und zwar habe ich mir dieses Mal selber was bestellt bei Myst of Asia. In der Zwischenzeit warte ich noch auf ein Bild, was ich euch wieder vorstellen darf. Darüber freue ich mich schon mega. Aber in der Zwischenzeit zeige ich euch mal, was ich mir selber bestellt habe. Ich bin schon mega gespannt, wie das in Natura aussieht. Und ich denke mal, wir fangen einfach mal an. Vielleicht ist ja auch das Bild bei, was ich ausgesucht habe. Genau, das ist es jetzt noch nicht. Aber unser Jüngster hat sich nämlich ein Bild ausgesucht, was ich für ihn painten soll. Das hier ist noch ein anderes. Und wie gesagt, ich mache das jetzt mit euch zusammen auf. Ich bin schon mega gespannt. Ich habe auch was geholt. Das habe ich bei anderen noch nicht so gesehen. Ich weiß nicht, ob das eher ein Hilfsmittel ist oder eher weniger. Ich muss es mal ausprobieren in der Praxis, wie es dann sich verhält. Da werde ich euch das dann auch nochmal per Video zeigen. Und das andere ist, kann man glaube ich schon halbwegs erkennen, ein Bild, was ich mir ausgesucht habe. Und es ist noch eine Kleinigkeit dazugekommen. Gratis konnte man oder bekam man noch eine Weihnachtskarte. Ich bin schon gespannt, welche es geworden ist. Aber ich denke mal, bevor wir jetzt viel reden, packe ich das einfach mal mit euch zusammen aus. So, die habe ich auf jeden Fall gut eingepackt, wie man sieht. Ich gucke mal, wo ich jetzt am besten es anfange zu öffnen. Es ist nämlich komplett in Knallfolie eingepackt und noch gut zugetaped. Also nicht wundern, wenn es jetzt laut wird. Ich versuche mal eben ganz auf das Ende. Das ist laut. Das Paket zu öffnen, Leute. Es tut mir leid, wenn es jetzt laut ist. Aber richtig laut. Aber wie gesagt, die haben das richtig gut eingepackt. Voller Kleber. So, ich habe es geschafft. Ja, im Hintergrund seht ihr so ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung. Ist ja auch schließlich vor Weihnachtszeit. Entschuldigung. Ach ja. Das hat ein bisschen, paar Minuten gedauert, ausgepackt, weil die haben sehr viel Tesafilm benutzt. Ja, die haben es sehr gut eingepackt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber lieber zu gut einpacken als nicht gut einpacken. Und nachher hat man die Misere. So, den Karton habe ich jetzt auch befreit. Aber ich denke mal, wir fangen, glaube ich, erstmal mit den kleineren Sachen an, bevor wir uns dem Großen widmen. Und zwar mit dem hier. Was ist das denn? Ich guck jetzt mal. Ah, oh, das ist die Karte. Oh, die sieht schick aus. Ich glaube, ich habe richtig Glück mit meiner Karte. Vielleicht kann man das auch dann hier finden. Ist dieses eine ominöse Produkt, was helfen soll, so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich eine Hilfe ist oder das Gegenteil. Ich werde auf jeden Fall berichten. So, ich gucke mir jetzt aber erstmal die Weihnachtskarte an. Da bin ich schon gespannt. Es ist eine große. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ihr kennt doch diese normalen kleinen Karten. Diese, ich weiß jetzt gar nicht, welches Maß sie haben. Aber das hier ist eine richtig große. Und das ist richtig schön. Und das Motiv sagt mir jetzt schon zu. Ich packe mal eben aus. Ich mache mal eben eine kleine Zwischenfrequenz, damit das nicht so laut raschelt. So, jetzt kann ich es rausziehen. Oh, sieht gut aus. Oh, die ist richtig schön. Die gefällt mir. Das ist die Weihnachtskarte. So, jetzt könnt ihr das sehen. Das sind Holzschneemänner. Und auf den jeweiligen Flächen wird gepaintet. Kann ich dann auch ein Teil painten? Ja, kannst du machen. Den kleinen. Zum Beispiel. Ne, das seht ihr, da ist ein kleiner Schneemann. Hier ist ein großer Schneemann. Hier seht ihr die jeweiligen Zahlen. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie besser ausleuchte. Einen Moment. Ich habe es jetzt ein bisschen beleuchtet, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Wie gesagt, das sind zwei Schneemänner. Die Zahlen sind von 1 bis 5. Mein Fokus will jetzt natürlich nicht fokussieren. Ich schätze mal, weil es dem einfach mal zu kalt ist. Ich versuche es jetzt. Da kommt Fokus. Fokus. Mein Fokus ist doch echt wieder. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Das sind, wie gesagt, die Zahlen 1 bis 5. Man kann die Symbole sehr gut erkennen. Mit dabei ist ein Standard-Toolkit. Es ist auch eine Pinzette dabei. Die finde ich richtig gut. Die kann man eigentlich gut gebrauchen. Das ist hier so eine Metallpinzette. Die ist sogar ein bisschen stabiler, als wie die ich jetzt bis jetzt hatte. Dann habt ihr einen Standardstift. Ein paar Zipptütchen. Und ein grünes Schiffchen. Mit Wachs. Genau, und ein Wachsblättchen. Wobei ich ganz persönlich sagen muss, ich finde diese weißen Schiffchen mit dem Schnabel immer besser wie die grünen. Die werde ich wahrscheinlich dann für unseren Jüngsten mit zur Schule geben, mit den Reststeinchen, damit sie da so ein bisschen was basteln können. Aber das ist das Standard-Toolkit.
So, dann kommen wir zu den Steinen. Und da sind richtig tolle dabei. Da sind nämlich spezielle Steine mit dabei. Ich mache jetzt mal die Tüte auf. Moment. Natürlich sind das nicht allzu viele Steine. Wir haben ja auch nicht so viele Flächen, die wir painten können. Oh, das ist richtig schön. Und? Oh, die sind richtig schön. Hier sind AB-Steine mit bei. AB-Steine sind fluoreszierende Steine. Da habt ihr wie so Regenbogenfarben. Ich zeige es euch gleich mal. Also einmal haben wir hier ein richtig schönes Rot. Die Steine allgemein sehen gut aus. Dann haben wir als nächstes ein Schwarz. Dann haben wir ein Grün. Ein richtig schönes Tannengrün. Hier kommen wir zu den AB-Steinen. Das sind einmal gelbe AB-Steine. Die schimmern richtig schön, wie ihr seht. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Dann haben wir blaue Steine. Dann haben wir hier so ein blaues. Die sehen auch gut aus. Dann haben wir hier so spezielle Steine. Und zwar sind das Sterne. Die sind auch richtig schön. Das sind nämlich so Kristallsteine. Dann haben wir die gleichen, etwas größer. Das sind so grüne. Und dann haben wir noch so blaue. Ich bin schon mega gespannt, wie die Karte aussehen wird, wenn sie fertig ist. Aber das sind so die Steine und die sehen allgemein richtig gut aus. Die gefallen mir richtig. Und wie gesagt, hier sind so fluoreszierende AB-Steine. Ich bin schon wirklich gespannt, wie das Bild oder die Karte halt aussieht, wenn sie fertig ist. Unser Junior möchte auch so ein bisschen mitpainten. Da bin ich schon mal richtig gespannt. So, die packe ich dann jetzt mal eben schnell wieder zurück. Und das Schöne ist, dieses Motiv ist nicht extrem weihnachtlich. Das heißt, man kann das jetzt über die Winterzeit auch schön painten und sich so hinstellen. Ich glaube, das werde ich auch machen. In so eine Deko-Ecke, die ich habe. Ich habe so einige Sachen aus Holz. Und dann werde ich mir das da einfach so ein bisschen hinstellen, indem man das dann aufmacht und dann halt so eine Ecke sucht. So sieht sie von innen aus. Merry Christmas. Und dann stellt man sich das so ungefähr dann hin. Ich finde die total süß. Und die werden wir, glaube ich, heute oder morgen auf jeden Fall machen. Und dann zeige ich euch auch das ganze Endergebnis. Aber die ist richtig schön. Da bin ich richtig happy, dass ich so eine bekommen habe. Nicht unbedingt mit dem Weihnachtsmann, aber die ist total süß. Natürlich mit dem passenden Umschlag dabei, falls man sie weitergeben möchte. Aber wie gesagt, wir werden sie behalten. Ich werde sie mir da in so eine Deko-Ecke stellen. Da freue ich mich schon drüber. Das Motiv ist einfach nur süß gemacht. Das Schiffchen, das werde ich wahrscheinlich weitergeben. Die Pinzette muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe genug Pinzetten. Aber ich habe mittlerweile auch ganz viele von diesen Schiffchen. Also wenn jemand noch ein Schiffchen braucht oder halt einen Standardstift, kann sich gerne bei mir melden. Sonst werde ich sie nämlich auch der Schule mitgeben. Vielleicht können die damit was anfangen, so ein bisschen, wenn sie mit den Reststeinchen da was painten oder was basteln wollen. Dafür ist es gedacht. So, jetzt kommen wir zu diesem kleinen Päckchen, was sich dahinter verbirgt. Ich bin schon gespannt. Ich hätte es eigentlich größer gedacht. Habe ich mich getäuscht. Deswegen bin ich noch gespannter, ob das was ist oder nicht. Ich habe es bei anderen Diamond Paintern noch nicht gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Umso mehr bin ich natürlich, ja, neugierig, ob das was ist oder ob das ein totaler Reinfall ist oder totaler Fehlkauf. Ich lasse mich mal überraschen und ich packe es jetzt einfach mal mit euch zusammen aus. So. Da ist das gute Stück. Ja, es sieht sehr interessant aus. Es sieht aus wie ein Sieg. So, jetzt muss ich mich selber mal eben gucken, wie das Ganze... Ach, das ist eigentlich ganz simpel. Tada! Schon fertig. Es ist... Das ist genauso wie ein Sieb, sieht das aus. Genau. Und zwar ist das für das LED-Pad. Das kann man sich hier ranmachen.
und dann kann man in dieser Position pennen. Also dann hat man es nicht mehr flach auf dem Tisch liegen, sondern es ist wie so eine Art Buchstütze, kann man schon fast sagen, dass man sich nicht immer so nach vorne beugen muss, sondern man kann etwas in einer etwas geraden Haltung pennen. Ich wollte es mal ausprobieren, weil ich nicht mehr die Jüngste bin. Vielleicht ist es was, vielleicht ist es auch der größte Blödsinn aller Zeiten, ich weiß es noch nicht. Vielleicht kann man da auch Bücher reinklemmen. Könnte man rein theoretisch auch. Man kann es in verschiedenen Stufen machen. Ne? Also zum Beispiel, das ist so eine flache Stufe. Ihr könnt es natürlich auch extrem senkrecht. Ich denke mal, das ist eine Position, die man nicht unbedingt zum Painten benutzen möchte. Man kann auch... Genau, die kleinste Stufe. Ja genau, das ist die kleinste Stufe. Weil dann kann man so... Ich denke mal, das würde... Also meines Erachtens kann das sein, dass es sehr angenehm ist. Ich habe auch schon ein paar Klemmen für das LED-Pad oder einfach, damit man die Leinwand festmachen kann, damit die nachher nicht so runterrutscht. Ich werde euch das vielleicht auch nochmal zeigen in Aktion. Ich bin schon gespannt, ob das was ist, wie gesagt, oder nicht. Oder ob das der größte Blödsinn ist, den man sich kaufen kann fürs Diamond Painting. Ich bin da ja manchmal ein bisschen neugierig und lasse mich gerne inspirieren. Aber für mich ist es halt in meinem Alter nicht mehr so angenehm, immer in so einer gebeugten Position zu painten. Maler malen ja auch an einer Staffelei, die nicht flach auf dem Tisch liegt. Und von der Warte bin ich eigentlich guter Dinge, dass das eventuell was sein könnte. Wie gesagt, ich werde euch dann auch mitnehmen, wenn ich das in Aktion zeige. Das werde ich dann aber drinnen filmen, nicht hier in der kalten Garage. Und auf jeden Fall auch berichten, ob das was ist oder was nicht. Dieses gibt es in drei verschiedenen Farben. Es gibt es in Pink, in diese Farbe, die ich jetzt habe, Türkis und Hellgrün, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich fand diese Farbe sehr schön. Das Grün, das wäre mir ein bisschen zu grün gewesen. Und das Pink ein bisschen zu pinky. Aus dem Pinky-Alter ist man dann ja irgendwann raus. Aber wie gesagt, da bin ich mal gespannt, ob es was ist oder eher weniger. Und ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Das packe ich erstmal wieder ein. Das Gute ist, es lässt sich super zusammenlegen. Also ihr habt wirklich nur ein ganz schmales Element. Das passt dann super in meine Kiste rein, wo ich meine Sachen alle aufbewahre. Also es nimmt nicht viel Platz weg. Ich habe echt gedacht, es wäre viel, viel größer. Obwohl es ja gar nicht so groß sein bräuchte. Weil es ja eigentlich nur dazu dient, das LED-Pad so ein bisschen vom Winkel her zu verändern. Also wie gesagt, ich bin schon mega gespannt. So, ich räume mal hier ein bisschen eben beiseite. Zack. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem, genau, zu dem entscheidenden, ne? Das Diamond Painting Bild, was ich mir bei Mist of Asia diesmal selber bestellt habe. Einfach, weil unser Junior diesmal dran war, sich ein Motiv mit auszusuchen, was ich euch vorstellen werde. Denn unser Mittlerer hat sich auch ein Motiv schon aussuchen dürfen, was ich euch vorgestellt habe. Und zwar das mit den Bullies. Das könnt ihr auf Instagram sehen, auf Facebook oder auf Facebook. Aber hier auf YouTube habe ich das jetzt noch nicht repräsentiert. Aber ihr könnt gerne mal beim Instagram vorbeischauen. Da seht ihr ab und zu auch mal Diamond Painting Videos und Sachen oder wenn ich was erzähle. Dieses Bild... Da habe ich schon eine ganze Weile mit geliebäugelt und ja, dann habe ich jetzt gedacht, da schlägst du jetzt mal zu. Das war das Black Friday? Ich glaube ja. Ich glaube ja, genau. Ja. Da gab es nämlich auch die Karte dazu und da habe ich das geholt. Das war auch im Angebot, das Pad. Deswegen ist das mitgekommen und wie gesagt, dieses Motiv habe ich halt für mich ausgesucht, weil ich das andere Motiv für unseren Junior zurzeit dann painte, was mir allerdings auch sehr gut gefällt. Ich könnte mir das vielleicht auch vorstellen, dass ich mir das irgendwann kaufe oder er mir das überlässt. Mal schauen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal diesem Motiv von Mist of Asia widmen und ich denke mal, wir packen es einfach mal aus. Das Praktische bei Mist of Asia ist, ihr habt es immer in einem Karton. Also es ist nicht nur gerollt in Folie, was man manchmal kennt, was ich ja bei anderen Herstellern schon hatte. Da habe ich das einfach nur aufgerollt gehabt in so einer Folie eingepackt. Das ist hier nicht. Hier habt ihr einen Karton. Ja, er ist dann ab und zu mal, ne? Aber solange nur der Karton betroffen ist und ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist, hat er eigentlich seinen Zweck erfüllt. Dafür ist der Karton ja auch da. Er soll schützen. Also von der Warte her stört mich das nicht. Solange der Inhalt nicht kaputt ist, kann der Karton ruhig so ein bisschen mitgearbeitet haben. Wie gesagt, dafür ist es die Umverpackung und es soll ja den Inhalt auch schützen. Mist of Asia findet ihr übrigens auch auf Facebook und auf Instagram. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ich werde es auch euch unten nochmal verlinken.
Die haben eine riesengroße Auswahl an Bilder. Die kriegen auch immer wieder neue Bilder dazu. Aber bevor ich jetzt weiter um den heißen Brei herumrede, denke ich mal, öffnen wir mit euch zusammen das Paket. So, dann holen wir das Ganze mal raus. Hier ist schon mal einmal das Toolkit. Mit dem Wachs. Mit dem von mir geliebten Schiffchen auch. Ui. Welches ist das? Ui, 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 ui. Den Karton, den packe ich jetzt einfach mal hier oben drauf. Beziehungsweise lieber zur Seite. Ich habe ganz hinten noch einen Adventskranz drin. Warte, warte, warte. Das sieht doch gut aus. Oh, und hier sind ganz viele. Das finde ich immer toll. Und diesmal sind es richtig viele. Diese Folien. Ich weiß immer, diese beschichteten Blätter, die dienen dazu, dass ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr mit diesen Folien nämlich eure Paintingfläche bearbeiten. Das heißt, ihr könnt diese klare Folie abziehen und für eigene Zwecke halt entweder kleiner schneiden oder so lassen, euch Flächen abkleben, die ihr in einem gewissen Zeitraum painten wollt. Damit habt ihr den großen Vorteil, dass sich die komplette Fläche irgendwann nicht mehr klebt, weil ihr ja die Folie abgezogen habt. Finde ich total praktisch. Ich habe einige davon. Ich benutze die auch immer wieder mal. Jeder hat so seine eigene Strategie. Ab und zu klebe ich mir die damit ab und ab und zu tape ich mir das anders ab. Je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe. Aber diesmal sind es richtig viele. Das sind diesmal 1, 2, 3, 5, 6 Stück. Sonst waren das immer nur 3. Das finde ich richtig super. Die lege ich mal zur Seite. Hier sind die ganzen Steinchen. Oh mein Gott, was habe ich mir dazu gemutet? Ich glaube, so viele Farben hatte ich noch. So viele Farben hatte ich echt noch nicht. Sehe ich gerade. So. Jetzt gucken wir uns mal, ich denke mal, wollen wir zuerst das Bild oder gucken wir uns zuerst die Steine an? Ich glaube, wir machen zuerst das Bild und dann gucken wir uns die Steine an. Ich lege die Steine mal erstmal zur Seite und das Schiffchen auch nochmal. So. Und es ist schön groß. Sudele. Dieses Bild ist 40x50. Oh, sieht das... Oh, das gefällt mir. So, ich glaube, ein paar von euch werden es eventuell auch schon erkannt haben. Das ist die Luna von... Ja, genau. Das ist die Luna und zwar genau von Harry Potter. Ich finde die Luna an sich richtig genial. Ich finde eigentlich alles, was mit Harry Potter zu tun hat, so ein bisschen genial. Harry Potter hatten sie jetzt leider nicht als Motiv. Kann natürlich sein, dass es nochmal kommt. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Luna so ein bisschen anders designt. Also nicht die typische Luna, sondern in einem anderen Design. Das Bild ist 40x50. Und es sieht richtig schön aus. Hier seht ihr einmal eine Legende. Also wir haben auf beiden Seiten einmal hier eine Legende. Und hier unten haben wir auch noch mal eine Legende. Insgesamt sind es 45 Farben. Ich sage, so viele Farben habe ich noch gar nicht gehabt. Ich glaube, mein höchstes war so 35. Aber das sind jetzt mal genau 10 Farben mehr. Ich finde, das Bild sieht richtig gut aus. Jetzt schon. Obwohl es noch nicht gepaint ist. Das Schöne ist ja, wenn sich so ein Bild entwickelt, Steinchen für Steinchen. Und man sieht dann erst, wie es richtig hervorkommt. Die Leinwand ist ein bisschen fester. Sie legt sich aber richtig gut. Die Falten, die ihr jetzt seht, ist in der Folie. Ist aber nicht schlimm, weil das ist gegossener Kleber. Also ist keine doppelseitige Folie, sondern das ist richtig gegossener Kleber. Das Schöne ist, die Leinwand an sich, die schimmert. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die ist so ein bisschen am Glitzern. Das finde ich immer sehr schön. Wie gesagt, gegossener Kleber. Man erkennt es meistens auch, dass gegossener Kleber halt eine durchsichtige Folie drauf hat. Das doppelseitige Klebeband hat meistens eine dicht blickende Folie. Also ihr könnt da nicht durchschauen. Ja, und wie gesagt, so das Bild an sich, das sieht gut aus. Ich gucke mir jetzt mal gerade. Die Symbole lassen sich super erkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Kamera das fokussiert, weil die hat irgendwie heute keine Lust zu fokussieren. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, sonst nehme ich euch gleich mal an die Hand. Auf jeden Fall sind die Symbole alle richtig gut zu erkennen. Ich glaube, ich nehme euch einfach mal eben kurz bei Fuß. So, ich nehme euch jetzt mal kurz ein bisschen bei Fuß, damit ihr die Symbole gut sehen könnt. Aber wie ihr sehen könnt, man kann sie wirklich gut erkennen. Also ich habe hier keinen, wo ich Bedenken habe. Man kann es sogar ohne LED-Pad wunderbar erkennen. Selbst die im dunklen Bereich. Also hier ist nichts, wo ich sagen könnte, oh, das könnte kritisch werden.
Die Symbole sind allgemein sehr gut gehalten. Also ich habe keine, die extrem ähnlich sind. Ich habe das nämlich bei den günstigeren mal gehabt. Da muss man dann teilweise Rätsel raten, welches Symbol es jetzt sein soll. Die sind von der Farbe auch sehr ähnlich gewesen. Das ist hier auch nicht der Fall. Also ihr seht sogar bei den verschiedenen Schwarzschattierungen, es sind wirklich gute, erkennbare Symbole, die auch wirklich zu unterscheiden sind. Also sich nicht irgendwo ähneln in irgendeiner Art und Weise. Das sieht doch alles ganz gut aus, finde ich. Also der Druck gefällt mir. Wie gesagt, es schimmert ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Das finde ich immer sehr schön, sowas. Aber so sieht das Ganze aus. Hier ist, wie gesagt, einmal die Legende. Mit 45 Farben. Und die Legende befindet sich im oberen Bereich auch noch einmal. Und das ist das Gebild. Da bin ich echt begeistert. Ich bin schon gespannt, wie lange ich dran sitzen werde. Ich denke mal, das wird eine Weile dauern, weil es sind doch viele verschiedene Farbpositionen. Ja, doch, das wird ein bisschen mehr Arbeit, aber ich freue mich schon. Das ist, glaube ich, richtig, richtig, richtig gut. Also mir gefällt's. Was sagst du? Also ich finde es richtig schön. Vielleicht kommt ja irgendwann von Harry Potter noch ein Bär von diesen Bildern. Die werde ich mir dann auf jeden Fall holen. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir. Und wie gesagt, von oben kann man schon gut erkennen, wie das ungefähr aussehen wird. Das Tolle ist eigentlich, die Farben kommen natürlich jetzt noch nicht so hervor, als wenn man nachher die Steinchen setzt. Und ich finde es immer sehr spannend zu sehen, wie sich so ein Bild dann peu à peu entwickelt. Weil erst wenn die Steine da sind, hat man wirklich diesen kompletten, das komplette Ergebnis, was oder wie die Farben hervorkommen. Ich finde und denke mal, es wird nicht zu bunt. Das ist das Vorschaubild. Sieht man ja schon ein bisschen, wie das im Endeffekt aussehen wird. Ich finde es richtig schön, weil es, wie gesagt, nicht zu kitschig ist und einen ganz besonderen Stil hat. Das gefällt mir einfach. So, das ist das Bild. Ich packe das jetzt mal eben schnell zur Seite. Hier ist noch ein Zettel. Ups, zack. Wie gesagt, diese Zettel finde ich immer schön, weil man kann dadurch sich selber die Felder abstecken, wie weit man oder wie viel man painten möchte. Ich halbiere sie mir teilweise oder viertel sie mir auch, dass ich dann so ungefähr so ein Quadrat habe. Also ne, man kann es in dieser Größe machen oder halt so. Das finde ich sehr praktisch und ich finde es richtig toll, dass hier so viele drin sind. Dass man nicht nur drei Zettel hat, sondern dass man wirklich, ne, das ist schon eine Menge. So. Jetzt kommen wir aber zu dem Wesentlichen und zwar einmal zu dem Toolkit. Und diese Schäfchen meine ich nämlich, die mag ich total gerne. Ich liebe die, weil die haben einen praktischen Schnabel. Da kann man die Steine wieder super in die Aufbewahrung zurückfüllen. Wir haben ein großes Wachspad und wir haben einen Standardstift mit einem doppelten Aufsatz. Sprich, hier hinten ist auch noch einer und ich glaube, das ist der Zweier, wenn ich mich nicht irre. Der Stift ist auch schön. Er glitzert. Ich zeige euch den mal eben. Ich habe zwar für mich selber jetzt andere Stifte, aber für Anfänger oder Einsteiger ist dieses Set einfach nur praktisch. Ich werde die Sets allerdings meistens weitergeben. Da sieht man das so ein bisschen. Das glitzert nämlich. Da ist so ein bisschen Glitzer drin. Hier ist wie gesagt dieser Aufsatz. Das ist, glaube ich, der Zweier oder der Dreier, aber ich glaube, das ist der Zweier. Außerdem mit dabei ist diese Pinzette. Ich finde gut, dass sie nicht zu spitz ist. Die Pinzetten sind auch nur bei Eckingsteinen dabei. Also bestellt ihr Bilder mit runden Steinen, habt ihr normalerweise keine Pinzette dabei, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich hatte jetzt auch ein Bild mit runden Steinen und da war auch eine Pinzette bei. Also danach alleine kann man nicht gehen. Es gibt allerdings auch Pinzetten, die sind nur aus Kunststoff. Da bin ich froh, dass sie die hier halt aus Metall haben, weil diese Kunststoffpinzetten, die landen bei mir gleich im Jordan, weil die taugen wirklich nichts. Die kann man sehr gut benutzen. Aber wie gesagt, die sind überwiegend bei eckigen Steinen dabei. So, dann widmen wir uns den Steinen. Das sind natürlich eine ganze Menge Steine. Wie ihr seht. Das Schöne ist, bei Myst of Asia, das habt ihr nicht überall, haben wir nochmal eine separate Legende. Das heißt nämlich, wenn ich hier, das mache ich nämlich gerne, diesen Rand abklebe mit Tape,
haben wir natürlich irgendwann das Pech, dass man die Legende nicht mehr vernünftig lesen kann. Die Legende befindet sich aber nochmal auf einem separaten Blatt. Das finde ich immer sehr praktisch. Das Tolle ist auch, weil ich das in die Aufbewahrung mit reinlege, somit weiß ich auch, welche Steinchen zu welchem Bild gehören. Ich habe eigentlich sonst immer die Angewohnheit gehabt zu sagen, ich painte erst ein Bild fertig, bevor ich ein neues anfange. Ja, es hat nicht lange gehalten, sagen wir mal so. Weil zwischenzeitlich painte ich halt Bilder mit runden Steinen, aber meine Favoriten sind halt eckige Steine, deswegen sind diese auch alle eckig. Der Vorteil bei eckigen Steinen ist meines Erachtens einfach, dass ein Bild gesamter aussieht. Ihr habt da nicht so große Lücken dazwischen. Ganz vermeiden lassen sich Lücken nicht, aber dieses ganze Bild wirkt im Gesamtbild vollständiger für mich persönlich mit eckigen Steinen. Andere sehen das vielleicht anders, aber für mich sind halt Favorit eckige Steine. Ich habe mit den eckigen Steinen auch als Anfänger angefangen, weil viele sagen, als Anfänger soll man ruhig mit runden Steinen anfangen zu painten. Ich habe aber vorderein schon mit eckigen angefangen. Klar ist es am Anfang nicht ganz einfach. Man muss sich da reinfuchsen und klar ist auch, dass so ein Bild nicht gleich hundertprozentig toll aussieht. Also nicht ärgern. Ich habe deswegen auch erstmal mit so kleineren, einfacheren Bildern angefangen. Mittlerweile bin ich recht flott, dass ich halt schon etwas aufwendigere Bilder mir aussuche. Es macht aber einfach auch Spaß. Und wie gesagt, das Schöne ist halt zu sehen, wie sich diese Bilder entwickeln. Ich werde euch auch nochmal alle Bilder genau zeigen, die ich gepaintet habe und wie das Endergebnis aussieht. Hier seht ihr, wie gesagt, nochmal die ganze Legende. Es sind bis hier unten 45 Farben. Juhu! Das habe ich nicht gewusst. Aber ich denke mal, ich werde noch an diesem eine ganze Weile sitzen und sie painten. Ich werde vielleicht auch mit hier so ein Starter-Video machen, wie ich mit denen anfange zu painten, beziehungsweise wie ich die Steine einsortiere und. Auch kontrolliere halt, ob alle Steine da sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt bei Mist of Asia habe ich nicht einmal gehabt, dass mir irgendwelche Steine gefehlt haben. Sie haben auch immer sehr ausreichend Steine mit drin in den Tüten, dass normalerweise ihr kein Risiko habt, dass irgendwann mal ein Steinchen fehlt. Sollte mal das der Fall sein, braucht ihr bei Mist of Asia nur anschreiben. Und normalerweise schicken sie euch dann auf ein paar Lieferzeiten die Steinchen zu. Ihr müsst natürlich ein bisschen warten. Ich habe jetzt auf dieses Bild 3 Wochen gewartet. Das liegt aber auch daran, dass Mist of Asia es direkt von dem Hersteller bezieht. Das heißt, der Hersteller schickt es direkt hierher. Also ohne Zwischenlagerung bei Mist of Asia. Und deswegen müsst ihr so mit 3 Wochen circa rechnen. Es kann auch manchmal ein bisschen länger dauern. Ist natürlich immer je nachdem, wie es in Zoll abgefertigt wird, beziehungsweise was momentan alles im Versand unterwegs ist. Aber wie gesagt, das ist die Legende. Hier habt ihr auch nochmal das Maß, 40x50. Hier habt ihr die ID-Nummern und die jeweiligen Symbole. Und die Quality-Nummern sind hier auch mit drauf. Das ist das hier. So, und jetzt gucken wir uns mal die Steinchen so ein bisschen an. Es sind eine ganze Menge. Aber sie sehen soweit gut aus. Es kann immer mal sein, dass ihr so eine kleine Ecke habt. Das lässt sich leider auch nicht ganz komplett vermeiden. Ja, hier hat man zum Beispiel so ein bisschen was, wo das ein bisschen mit Rand ist. Aber so sehen die zum Beispiel, das ist so ein zartes Gelb. Eine Tüte jetzt von. Die sind hier alle so einzeln. Also es gibt ja Menschen, die machen hintereinander, ne? So eine lange Schlange. Das hast du hier nicht bei Mist of Asia. Da habt ihr die Tütchen so ein bisschen mehr abgepackt, je nach Farbe. Das ist hier so hautfarbend, würde ich mal sagen. Aber die Steine sehen auch soweit gut aus. 1, 2 Steinchen hatten wir wahrscheinlich immer mal so darunter. Aber ihr habt eine Menge Steine, also von der Warte her ist das nicht allzu schlimm, wenn da mal so 1, 2 Steinchen dabei sind, die vielleicht nicht so hundertprozentig gegossen sind. Hier haben wir so ein Beige. 3 Tüten. So ein leichtes Rosa oder Orange-Rosa, besser gesagt. Ein ganz helles Grün. Nicht wundern, dass ich zittere. Es ist hier wirklich kalt. Wir haben minus 5 Grad. Und ich sitze hier schon eine ganze Weile. Ich habe nämlich auch schon ein Adventskalender-Video gedreht. Das ist so ein dunkles Grün. Also wir haben hier eine ganz große Palette an Farben, Leute.
also ganz viele. Oh, die Farbe ist schön. Das ist so ein dunkles Bordeaux. Das gefällt mir. Ah, die sehen auch gut aus, die Steine. Davon haben wir auch sehr viele Tüten. Einmal so ein Blauton, der ist auch schön. Ein zartes Rosa. Der gefällt mir auch. Ein dunkles Blau. Ist auch eine ganze Menge. Passend zu meiner Jacke. So, das sind die Farben. Muss gleich mal gucken, ob ich das wieder so reinbekomme, dass ich es auch vernünftig wieder aufwickeln kann. Das ist so ein Grauton. Grau-Blauton. Ich hoffe, ich kriege die Farben nachher wieder alle halbwegs ordentlich rein. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt nicht alle Farben. Ich denke mal, das werde ich machen, wenn ich das sortiere mit euch mal. Ich zeige euch das jetzt so ein bisschen so. Hier sind halt noch viele schwarze und Grautöne verschiedene. Ups, siehst du? Und schon schmeiße ich mit den Steinchen durch die Gegend. Ich kann was. Ich packe das jetzt mal schnell rein. Es sind halt eine ganze Menge Farben. Ne? Es sind halt 45 verschiedene Farbtöne. So, ich mache das Bild auch nochmal. Hier die Legende wieder rein. Und das Schöne ist einfach, ihr habt ein paar Lichtblicke, also viel bunte Farben und auch nicht so viele bunte Farben. Hier könnt ihr das nochmal sehen. So sieht das Bild aus. Und das macht so den Anreiz bei diesem Bild. Hier sind auch schöne Farben bei. Gucken wir uns auch mal eben an. Hier sind zum Beispiel so lila Töne. Die sehen schön aus. Hier sind nochmal so andere Rosé-Töne, Grau-Rosé, Blautöne, Beige, Grau. Hier ist nochmal so ein Gelb, Rosa. Also hier gibt es ganz, ganz viele verschiedene Farben oder so ein zartes Gelb. Eine ganz große Palette an wirklich allen möglichen Farben. Wie gesagt, ich werde euch jetzt nicht alle zeigen, aber ich werde es euch zeigen, wenn ich das Bild painte mit euch, werde ich euch ab und zu mal mitnehmen. Ich mache es ja noch nicht allzu lange, das seht ihr auch auf dem YouTube-Kanal. Aber ich freue mich und das Bild, da bin ich schon mega gespannt, wie das sein wird. Und das Praktische ist einfach, ihr habt einen praktischen Karton, wo ihr das dann lagern könnt, was ich nämlich auch machen werde. Ich warte nämlich noch auf das andere Bild von Myst of Asia, was ich euch zeigen darf als Kooperation. Da bin ich schon mega gespannt. Ich habe auch noch einen Rabattcode, einen Cording-Code. Den schreibe ich euch auch unten nochmal in die Videobeschreibung. Wenn ihr Lust und Laune habt und auch Interesse habt, schaut gerne mal bei Myst of Asia vorbei. Vielleicht findet ihr ja das ein und andere, was euch gefallen würde. Ihr bekommt mit meinem Coding-Code rund 15% auf eure Bestellung. Deswegen vorbeischauen könnte sich auf jeden Fall lohnen. Also wenn ihr Lust und Laune habt, schaut gerne mal vorbei. Mit Dream15 erhaltet ihr 15% auf eure Bestellung. Wie gesagt, ich schreibe euch den Coding-Code auch nochmal unten in die Videobeschreibung. So, ich denke mal, ich packe das jetzt mal eben zusammen. Aber da bin ich schon... Oh, das juckt mir schon den Finger. Alice, würde ich jetzt schon anfangen. Ohne Witz, das ist einfach nur ein richtig schönes Bild. Das Schöne ist, man kann sich das ja auch nicht so wirklich vorstellen. Man sieht zwar eine Vorschau und weiß so in etwa, was das da sein wird, aber man weiß es halt nicht so 100%. Ich glaube, die mache ich jetzt auch einfach hier mit rein. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das jetzt denke. Oder ich mache sie doch außen. Lüdelüdelü. So, auf jeden Fall wickele ich mir das jetzt erstmal zusammen hier. So. Die lege ich mir mal hier drum. Und dann kommt das Ganze so in den Karton wieder rein. Ich hoffe, ich habe jetzt Ecke noch gewickelt. Ja, passt. Und ich hoffe, ich kriege die beschichteten Blätter ohne Probleme mit rein. Das sieht aber doch gut aus. Doch nicht so ganz, muss ich gleich nochmal nacharbeiten.
die wollten noch nicht rein. Ich muss mal eben fummeln. So, bitte. So, jetzt wollten sie rein. Und das Praktische, wie gesagt, ist einfach, ihr habt einen schönen Karton. Den könnt ihr schön lagern, ne? Weil der auch praktisch halt zum Stapeln ist. Also ihr könnt das ohne Probleme aufstapeln. Das finde ich richtig praktisch. Und hier seht ihr auch nochmal, was mit dabei ist. Ne? Alle Seiten schon. Ne? Diamond, Belting, Mineral, alle Steine. So ein Stift ist mit dabei. Pinzette, das ist allerdings, wie gesagt, eigentlich nur bei eckigen Steinen. Qualitätswachs, ne? Paintingwachs. So ein Schütteltablett, also so ein Schiffchen ist mit dabei. Rifttaschen, also das sind diese Zip-Taschen, die sind jetzt hier nicht mit dabei, aber die sind teilweise mit dabei, also das ist immer unterschiedlich. Gut, und ein Handbuch halt, wie das dann funktionieren soll. Ja. Und wie gesagt, es ist eine faltenfreie, kratzfeste Leinwand, das ist wirklich so. Sie legt sich sehr gut. Ihr habt aber auch den Vorteil, bei gegossenem Kleber, ihr könnt es auch rücklinks aufwickeln und wieder abwickeln. Aber bitte, bitte, bitte macht das nur bei gegossenem Kleber. Habt ihr eine doppelseitige beschichtete Klebeband, macht es nicht. Es kann euch nämlich ganz derbe nach hinten losgehen und es löst sich die komplette Folie ab und ihr habt dann richtig ein Problem, weil dann könnt ihr das ganze Bild vergessen. Also ja, bei doppelseitigen Klebeband, kann man das so sagen, Kleber bitte nicht oder Klebefolie bitte nicht rücklings aufwickeln, denn es kann, wie gesagt, sofort passieren, dass ihr diese Folie von der Leinwand löst und dann habt ihr natürlich keine Chance mehr, die auf irgendeine Art und Weise zu retten. Ich bin bis jetzt von Mist of Asia total begeistert. Die haben, wie gesagt, eine riesen Auswahl. Ich habe immer noch Bilder entdeckt, wo ich denke so, damit liebäugle ich. Ich freue mich auch schon, wenn das andere Bild da ist, dass ich das euch zeigen kann. Ich finde es total schön. Unser Jüngster hat sich das, wie gesagt, ausgesucht. Und da freue ich mich schon. Das wird jetzt auch die Tage kommen, denke ich mal. Da in der Zwischenzeit werde ich mit diesem Bild schon anfangen. Also ihr merkt, ne, die Vorsätze von wegen, ich fange kein Bild vorher an, bevor ich die anderen Bilder fertig habe. Ja, klappt semi-gut, würde ich sagen. Ich habe nämlich auch noch eins mit runden Steinchen angefangen, aber ich sehne mich halt nach diesen Bildern. Und die anderen sind dann halt so ein kleines Lückenfüllerchen. Aber ich werde euch mal die Bilder alle zeigen, die ich so in der Zwischenzeit mal gepaintet habe, von runden bis eckigen Steinen. Ich bin allerdings Favorit eckige Steine, sieht aber jeder anders. Ist jetzt meine persönliche Meinung oder was mir halt gut gefällt. Aber schaut gerne mal bei Myst of Asia vorbei, vielleicht findet ihr auch das eine oder andere. Und ich wünsche euch bis dahin oder bis zum nächsten Video wünsche ich euch noch frohe Weihnachten. Ich denke mal, oder weiß nicht, vielleicht sehen wir uns auch vorher schon. Aber bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt von Diamond Painting her frohe Weihnachten. Und ich werde euch mitnehmen, wenn ich dieses Bild anfange. Und ich werde euch auf jeden Fall auch mitnehmen, wenn das andere Bild angekommen ist. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, eure Wiebke.